Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind unterwegs, um den Schatz zu finden. Und suchen dafür jetzt erstmal diesen toten Briefkasten. Ah, du hörst hier erstmal diesen... Lang lebe Geralt von Riva, unser Retter! Das ist die Frage. Der weiß wahrscheinlich genauso viel von Musik wie ich. A-Moll oder D-Moll? Das ist hier die Frage. Wurde ja schon oft gedichtet. Ja. Um meine eigenen Sachen gekümmert. Korrekt. Ja, so, das war ja näher als ich dachte. Ein ewiges Feuer. So, wie war das? Unser aller Vater. Er höre mein Beten. In irgendeinem... Wir müssen irgendwas verbrennen, oder? Nein, nein, wir müssen was platzieren. Den heiligen Das muss der Briefkasten sein. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Willst du vielleicht? So, dann gehen wir jetzt mal dahin. Rettet uns vor dem Bösen! Wunderbar. Ja, ich wette, so Spion zu sein, das macht doch Spaß. Naja. Ist natürlich auch, ne, ein bisschen Druck dabei. Ein bisschen. Aber interessant ist das mit Sicherheit. Wenn du es richtig auf die Spitze treibst, bist du einfach so Doppelagent oder so. Oder dreifach. Zweimal, ja. Ja. Und gibst einfach beiden falsche Informationen. Ja, dann mag dich keiner der beiden Seiten. Niemand kauft dich frei oder was macht bei einem Gefangenen austauschen. Ja, musst du lügen und sagen, du warst Triple-Agent. Ja. Dann weißt du, bist du für die eine Seite doppelt. Oh. Ob wir mal nach diesem Schatz tauchen? Ja, mach mal, haben wir ja Zeit. Auch gar nicht so. Naja, wir sind mit Kopfsprung. Naja, wusste nicht, wie flach das Wasser ist. Oh. Der Kyras könnte nicht schlecht sein. Mhm. Ja, schön, wenn es hier so eine Geschichte gäbe. Weißt du, dass da irgendjemand steht und sagt, oh, mein Schiff ist zu Bruch gegangen. Ja, was Geralt sich wohl dachte, da treibt Ladung, wie wir dich plündern. Ja, ihr angelt hier nichts, wenn ich allein schwimme. Ein wenig fürchte ich mich vor ihm. Der ist ja furchtbar. Der ist ja furchtbar. Oh Mann, ein Hexer. Nimmst du mich mit? Was suchst du hier, Fremder? Hier gibt's keine Monster, nur Menschen. Was suchst du hier, Fremder? Ja, der klang viel traurig. Ja. Oh, da haben wir... Oh. Ne, der ist gut. Glaube ich. Ja, zerschmettern, aufschlitzen. Zerschmettern, aufschlitzen, durchbohren. Und bessere Zeichen und zwei. Ja, aber es ist eine mittlere. Ah, naja, egal. Ja, sieht aber noch annehmbar aus. Also, das ist Schwert. Igni, machen wir das hin. Oh, hier bestimmt noch was Gutes. Schwert. Axi. Art. Ja gut, Axi ist diese Gedankenbeeinflussung. Ja, das benutzen wir ja auch manchmal. Ist besser als nichts. Ja. Schick, schick. Aber eine Lederrüstung gefällt mir besser. Ja, wir finden bestimmt noch mal eine. Wir lassen uns einfach alles einfach in die Entscheidung. Du hast bestimmt so manches Schluss damit. Da kommt jemand. Als ob er vom Weihnachtsmann kommt. Was ist das für ein alberner Hut? Guten Tag. Das ist halt deren Kultur. Guten Tag, sagt er. Also alle, verpiss dich, Arschgesicht. Und er sagt, guten Tag. Also gehört sich das. Jetzt, also jetzt nur noch verstecken und warten. Es ist Mitternacht warten. Erstmal looten wir. Dann suchen wir uns ein nettes Hinter der Tür. Versteck. Das beste Versteck. Ein Klassiker. Wo? Oh. Hinter der Tür. Korrekt. Also bis kurz vor Mitternacht. Ja, machen wir einfach bis Mitternacht. Das wird schon passen. Wenn nicht, machen wir einfach noch einen Tag. Triss, woher wusstest du... Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hierfür ein Stell-Dich-Ein.
mit Triss. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich. Menge. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. Den kenne ich. Woher kenne ich ihn denn? Ich weiß es nicht, aber ich habe ihn auch schon mal gesehen. Aber vielleicht ist sein Charaktermodell einfach für einen NPC, der einfach auf der Straße steht, auch verwendet worden. Du wirst reden. Ist nur eine Frage der Zeit. Also erspare dir und uns deine Hartnäckigkeit. Oder was? Oder ich muss dir wehtun. Die ganze Zeit. Ich sehe, du kennst die Spielregeln eines Verhörs. Ich aber auch. Du bist der Böse, drohst und folterst und die Rote ist die Gute, sympathisch und mit schönen Versprechungen. Und in diesem Punkt irrst du dich. War das genug? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Ja, wir lassen sie mal machen. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Wir suchen einen Rittersporn. Diesen dümmlichen Baden sucht ihr. Meine Neugierde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Na gut, er wird ja schon nicht sterben durch die Folter. Frag nach dem Schatz erstmal. Wo hat Menge Siggi Reuvens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja, trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Radovid. Was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Lass Schwein. Dafür wird er bezahlen. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen. Bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Ja, das wusste, dass es so kommt. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähl ich dir später. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat so viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Zeit. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Cessle Anges.
Du hast heute deine Krallen gezeigt. Du hast heute wirklich deine Krallen gezeigt. So siehst du es also. Ich würde sagen, heute habe ich bewiesen, wie wenig ich mich von diesen Schweinen unterscheide. Lass uns hier abhauen. Ich will nach Hause baden und trinken. Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt. Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Das sagt sie immer und dann hat sie nie eine Quest. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Ja, scheiß Bade. Ich hoffe nicht, seine kompletten Erinnerungen sind gelöscht und er ist jetzt wie ein Neugeborenes in dem Körper eines Mannes. Na, er hat jetzt wahrscheinlich so eine Art Amnesie wie wir. Wir meinten ja, das ist nicht so schlimm. Ja, das ist ja auch nicht. Ja, wir wussten halt nur gar nichts mehr. Ja, aber wir konnten auch reden, sprechen und ja, gut, wussten, das wie man sich orientiert. Da eben auch noch einer. Ach, ein Flüchtling. Ich dachte, das wäre sein. Ich dachte auch, das wäre so eine Kleidung von ihm. Habe ich schon alles gewundert, warum die nicht kommen. Ich glaube, was stehst du dann vor und hörst und Hilfe! Was zum scheiß Bade! Dafür! Ah ja. So schnell kann es kommen. Das ist jetzt aber nicht dieser Doppler, den wir Nein, ich glaube, haben gehen lassen. Den gab es in den Büchern, den Dudu. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Meinst du, wir sollten eine Katze nehmen? Schon arg düster. Naja, oder wir warten einfach. Bis Tag ist. Na, erstmal gehen wir wieder zu Triss. Mal schauen, ob sie jetzt was von uns möchte. Das ist ja auch um die Ecke. So, dein Inventar. Das ist genauso weit weg wie die andere Quest. Naja. Na, wir müssen ja nicht bis Mittag. Hell wird's ja schon vorher. Ach, weil wir auf dem Pferd sind. Warum können wir denn auf dem Pferd nicht warten? Also, wir meditieren ja, wir warten. Ja, ja. Weißt du nicht, warum man auf dem Pferd nicht meditieren kann? Ja, da können wir uns nicht so hinsetzen. Also das ist elementar für die Meditation. Ja? Die richtige Sitzweise. Na gut. Dann ist das so. Ja, wenn du falsch sitzt, kannst du... Oh. Atmest du falsch und... Ganz schlimm. So. Oh. Hast du schon mal falsch gesessen? Oh. Kommt drauf an, was man machen will. Wenn du reitest, kannst du falsch sitzen. Nee, mach ich nicht. Sofa, kann man auf dem Sofa falsch sitzen? Nein, aber man kann schon falsch sitzen. Was war denn das? Ich glaube, eine kleine Ladezeit. Unerhört. Aber am Schein an. Erhört. Haben wir gar nichts gemacht. Ach, die Kinder. Oh Mann, die Kinder schwanger. Die haben immer Angst. Oh, der schwarze Mann. Oh, der weißhaarige Mann. Kratzige Mist geworden. An dieses Haus. Das macht es echt nicht mehr lange, glaube ich. Bis sie die Tür nicht geschlossen haben, wenn wir weg waren. Den ganzen Tag über. Nacht. Ja, vielleicht lüften sie ja gerade.
Hast du nicht immer davon ausgehen, dass die Leute dumm werden? Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Na, endlich. Ja, Geralt? Wie geht es dir? Hm, geht so. Warum fragst du? Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Ja, Smalltalk ist nicht seine Stärke. Sie hört sich so traurig an, auch schon als sie da gefoltert hat. Ja, aber jetzt bin ich wie die. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Ja, wir helfen natürlich. Ja, aber man hat mir gesagt, dass wenn man Triss wegschickt, irgendeine Quest nicht abgeschlossen werden kann, beziehungsweise sie da nicht helfen kann. Und ich glaube nicht, dass Triss stirbt, auch wenn sie hier bleibt. Das stimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann geh nicht hin. Ja. Wobei wir natürlich auch helfen könnten und dann später entscheiden, dass sie nicht hingeht. Beziehungsweise ihr Rat. Ja, weil wir das entscheiden können. Ja. So, wir haben jetzt alles getötet, aber du gehst nicht weg. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Blumen hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut. Treffen wir uns dort. Gut. Treffen wir uns dort. Sie klingt so ein bisschen wie der Typ aus dem Sumpf, der den Stein auf den Kopf bekommen hatte. Ja. Bah. Ah, so weit ist er noch nicht. Jetzt Tür wieder aufgestoßen. Oh. Quest. Ah, Nebenquest. Eine lebenswichtige Angelegenheit. So wichtig. Doch stirbt, wenn man sie nicht wegschickt. Hör auf, uns anständigen Leuten Angst zu machen. Hinterhalt. Hör auf, das immer so zu machen. Ich kriege immer einen Herzinfarkt. Ich denke, es stürzt ab. Ja, ich auch. Du wirst es nie lernen. Todesursache, er bekam einen Herzinfarkt, weil jemand anders zu lange Tab drückte. Ja, sonst ist bestimmt nie jemand gestorben. Ein Herzinfarkt. Nein. An dem Tab drücken. Nee, ich glaube... Ich glaube nicht, nee. Oh, jetzt sind wir hier aber gefangen. Ja, das ist eine Scheißposition. Oh, was? Ich find's komisch, dass die immer so voller Blut sind dann. Die Effekte. Ja, dachte ich mir schon, aber ist halt schon ziemlich viel Blut. Andererseits, wenn man so in der Mitte geteilt wird, ne? Ja, dann kommt es natürlich auch schnell raus. Da hilft kein Pflaster. Naja, ein großes. Nur einmal drum rumgewickelt, dann ist das wie neu. Es gibt ja auch einige Magier, die sich in der Nekromantie verstehen. Die könnten ja helfen. Ah, nee. Das so gut ist. Dann kommst du als Ghoul wieder oder so. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufst? Also alles derselbe, wie wo waren wir, ne? Hier der Bankier. Aber da können wir unsere Rüstung reparieren. Meinst du, er kann die reparieren? Achso, ja, bei dem Schmied. Ja. Ich warne dich. Ja, ich dachte, nein, bei dem. Ich dachte, Bankier. Erstklassige Schwerter.
Danke. Zeig mal, was du anzubieten hast. So. Jetzt ein ja, Doppelklick. Sind die nicht immer? Ja, es ist nicht der Doppelklick, es ist der Fünffachklick. Und der hat so eine Hose mit zwei Slots. Vielleicht ja, die gucken wir uns gleich an. Und eine Ramschere raus. Na, ja, die kaufen wir. 30 mehr oder so. Ist ja eine Menge. So, dann gucken wir mal, was er hier für Runen hat. Vielleicht sind die ja ganz brauchbar. Vielleicht hat er auch gute Schuhe. Igni, 2%. Nicht so gut. Ja, nicht für das Geld. Ja, die Schuhe sind auch gut. Ja, vielleicht hätte sie die anderen da auch nochmal angucken sollen. Ja, die sind zum Beispiel noch besser. Ja, dann kaufen wir die. Ja. Dann machen wir das hier rückgängig. So, wie viel kosten die denn? 800. Dann müssen wir nochmal was rauskloppen. Ah, die Rüstung war teuer. So, und ich hoffe jetzt, dass die Schuhe da oben rechts nicht noch besser sind. Nein, das ist ja hier nee. So ein Relikt. So, unseren kleinen Sattel können wir wegmachen. Hier die Sachen. Ach, guck mal hier, wie bayerisch. Sogar mit Lederhosen. Ja, sage ich ja. Oder habe ich damals gesagt. Als wir sie fanden. Ja, natürlich. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so war, ja. Ja. Hilft ja nichts, ne? Ja. Ja, der muss ja gar nichts reparieren. Zeig mal, was du anzubieten hast. Doch. Der kann bestimmt auch Schwerter reparieren. Siehst du? Ja, aber also, die sind ja nicht kaputt. Ein hallo, das Stahlschwert. Ja gut, das 15 ja, Schaden. Stimmt, das ist kaputt. So, das Silberschwert benutzen wir auch noch ein bisschen. Das kann man auch schon mal reparieren. Ja, auch gleich. Ich ja, meine, wenn 26. Wir was repariert haben, haben wir auch repariert. Der Abzocker hier. Bis dann. Ja. So, die neuen Sachen ausrüsten. Jetzt haben wir endlich wieder gescheite Stiefel. Ich fand unsere Stiefel ganz schön hübsch. Ich fand die einfach viel zu... Weiß ich nicht. Ne, zu pompös. So, Axi. Oh mein Gott. Kannst ja auch einfach die Dinger aus den Schuhen rausholen und in die Hose stecken. Ja, holt man die denn raus? Weiß ich nicht. Doppelklick vielleicht. Wegwerfen. Man konnte die mal verwerfen, oder? Auseinandernehmen. Das weiß ich nicht. Ausrüsten? Ne, ist egal, das lassen wir jetzt einfach so. Wenn man was Gutes findet, man muss in die Hose. Ja, daran wird es nicht scheitern. So, trifft den Diener. Ach ja. Ah, jetzt sehen wir ganz anders aus. Ach, nichts ist so schmerzhaft. So frisch. Ja, wir hätten da rein gemusst, links. Ja. So frisch sehen wir aus. Ja, ich weiß nicht, irgendwie so hell. Jetzt nicht mehr so erbärmlich. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. So, den finden wir ohne Hexersinne. Das traue ich mir zu. Der ist es nicht. Der hat viele Schlüssel, das könnte doch sein. Ah, das ist er. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten, glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Ah! Hier lang, es ist nicht weit. Obwohl, es ist ein Hinterhalt. Das Töten macht nämlich Spaß. Ja. 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 Aber ich glaube nicht, dass das ein Hinterhalt ist. Oh! Hilf mir! Aber es war ein Hinterhalt. Nein, nein, der kämpft an unserer Seite.
Dann war es vielleicht doch der Hinterhof. Das ist Zufall jetzt. Ja. Ich hoffe, du weißt schon, ich glaub, die Waffe. Preis. Hör auf, uns anständigen Leuten Angst zu machen. Schwachkopf! Für alles gut. Danke dir. Ins Herz. Gehen wir. Ein Koffer? Das war aber. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuts Hausdiener. Ich wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelbut sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen... Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Woher weiß Ingrid Wegelbut, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist. Die Herrin Merigold soll auch Myra Weiß beim Verschwinden geholfen haben, als die Hexenjäger hinter ihr her waren. Myra hat der Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihren... Gebrechen. Das kann sein. Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuts. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbut fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Hm. Da können wir unsere Maske endlich benutzen. Ja, und... Beim Maskenball kann man gut untertauchen, also hört sich das nach einer guten Idee an. Das stimmt. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuts gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Ist Ärger zu erwarten. Ja. Ist auf dem Ball denn mit Ärger zu rechnen? Am schwierigsten wird es sein, Meister Alberts Abreise vor seiner Großmutter zu verheimlichen. Ist das denn nötig? Die Herrin Patricia ist glühende Anhängerin des ewigen Feuers. Sie weiß nichts von Alberts Interesse an Alchemie. Zum Glück ist die ältere Herrin Wegelbut auf dem Landsitz ein seltener Gast. Wahrlich eine außergewöhnliche Familie. Es steht mir nicht an, das zu beurteilen, Herr. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Ja, wir müssen, ja, wir müssen vorher was erledigen. Eine Fuchsmaske kaufen. Ich muss noch was erledigen. Gut, kauf gleich unsere Masken, wenn du unterwegs bist. Und du solltest dich umziehen. Festkleidung. In Elihalds Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir.
Gasmasken. Ja, wir haben doch gerade unser ganzes Geld investiert. In einen Nicht-Wams. Ja, aber nur Triss braucht die Fuchsmaske. Also aber optional. Kauf ein neues Gewand. Naja, Wams, Hose und Stiefel. Vielleicht nur ein Wams, weil das sieht ja wirklich nicht aus. Also Stiefel sind doch schick. Ja, das sind ja aber so Sachen, die haben keine Stats und nix. Vielleicht kosten die ja wenig. Oder er sagt, hier, für Rittersporn, schenk's dir. Ja, aber Triss sollte eine andere Maske tragen. Nicht, dass das ein Hinterhalt ist. Aber wir werden da schon rauskommen. Du denkst dir echt an alles. Wenn ich mal untertauchen muss, dann nehme ich dich mit. Du denkst an alle Eventualitäten. Ja, ist ja egal, welche Maske sie trägt. Um die Identität zu prüfen, wenn man denn sich da dann verschwören möchte, kann man die Maske kurz abnehmen und das Gesicht zeigen. Nein. Also erkennt dann ja jeder. Und dann sagt man hier, Driss hat die Fuchsmaske. Und in der nächsten Folge werden wir einkaufen gehen und dann auf den Ball tanzen. Deine graue Mähne könnte eine Wäsche vertragen. Ja, wir gehen zu dem Ball, aber ich glaube nicht, dass wir tanzen werden. Ja, wer weiß. Wir finden es raus in der nächsten Folge. Bis dahin.